ist er, der Mann der Stunde. Was willst du? Du hast dich um die Banditen gekümmert, nicht wahr? Martha hat nichts als Lob für dich übrig. Und einen Wischmopp. Es braucht ordentlich Mumm, Leib und Leben für andere zu riskieren. Du hast meinen Respekt. Danke. Ein rosarischer Salut. Alte Gewohnheiten wird man nicht los. Ich hoffe mal schwer, dass du das nicht der Kaiserin meldest. Hätten wir ein paar mehr deiner Sorte gehabt, wären die Rossfields vielleicht noch. Ich bin mal wieder am Schwatzen. Danke nochmal und pass gut auf dich auf. Keine Sorge, ich gehe schon nicht zu Mutti und Petze. Ausnahmsweise nicht. So, dann fahren wir jetzt hier wieder zurück. Okay, fahren. Wir laufen. Wir beamen. Wir fliegen. Ich weiß nicht, was wir machen. Also, zu Fuß wahrscheinlich. Oh, ich werde gerade so müde. Und, was willst du? Zu viel Gill in der Tasche? Nee. Aber ich würde gern was verkaufen. Invictus. Guter Film. Den können wir verkaufen. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Ja, 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 ja. Wo ist denn... Hier ist der Gilkäfer. Wow. Naja. Das bekomme ich schon an den Mann. Oh, schwarzes Blut auch. Ich sollte öfter mal gucken. Hast du noch irgendwas? Oh, das auch wäre... Okay, ich dachte nur die grauen so wären. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Da muss ich jetzt alle angucken. Herstellung, 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 Herstellung. Herstellung, Herstellung. Alles Herstellung. Der Richter eines dalmekischen Soldaten über die Schlacht von Nysa im Jahr 873. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das gemacht. Fertig? Ich bin fertig, ja. So, Gav. Schnell, schnell, schnell. Bloß nicht trödeln. Folge nur Befehlen. Witzig, dachte, du wärst anders drauf. Tja, du färbst halt auf mich ab, Gav. Ja? Ein schöner Tag für etwas Unfug, meint ihr nicht? Gehen wir zu viert? Gav wird zu Hause bleiben. Also nur wir drei? Drachenkopf ist das Herzstück von Sanbrek. In Oriflam herrscht Chaos, aber mit einer Armee können wir doch trotzdem nicht anrücken. Je weniger wir sind, desto weniger fallen wir auf. Und falls es doch schief geht, dann haben wir noch unsere Esper. Sid, es tut mir leid. Ich fürchte, Ifrit kommt und geht, wann er will. In der Regel sollte dir das Erwecken keine Schwierigkeiten machen. Jedoch wäre das nicht die erste Abweichung. Ach, wenigstens hat er noch den Segen des Phönix, oder? Und die Macht, die er Garuda abgezwackt hat. Und, hab ich dir erzählt, er war einst der stärkste Schild in Rosaria. Weißt du, zur Not kann er sich bestimmt auch allein aus der Hauptstadt herauskämpfen. Lassen wir es nicht drauf ankommen. Getrennt werden wir weniger Aufmerksamkeit erregen. Wir treffen uns in Nordstedt in ein paar Tagen. Benehmt euch, ja? Armer Gav darf nie mitkommen. Auf nach Kielbrück. Also, wir treffen uns in Nordstedt. Hoffentlich dauert es nicht so lange, diese Madame zu finden.
Oh, Jill ist wirklich weg. Oh, wie schade. Hallo? Falls es dich interessiert, die Jungs haben den Weg nach Nordstedt freigeräumt. Ich hoffe, du willst uns noch nicht verlassen, aber falls doch, geh im Galgenbaum die rechte Treppe hinauf und lauf geradeaus. Okay, es ist also wirklich der, also die Schenken Benennungsähnlichkeitsgedöns. Aber woher wusste der Krämer? Sie hat gesagt, die Sonne im Galgenbaum die rechte Treppe hinauf. Vom Weingut zurück sein. Aber ist dann das die ich mal den rechte Eintopf Treppe? Fertig. Ich mach einfach mal. Wird schon stimmen, nicht wahr? Ich will ein Schokobo. Ist es jetzt sicher, nach Nordstedt zu reiten? Sicher wäre übertrieben, aber immerhin ist es möglich. So ein hübscher Schokobo. Oh, diese Geräusche sind auch so süß. Sonnenpfad. Naja, viel Sonne sieht man hier aber nicht bei den hohen Felsen und Bäumen. Boah, wie schön. Hier, okay, da waren wir schon. Könnte ich auch von da durch... Egal, wir laufen hier lang. Hier sollen wir lang. Ich liebe Wälder. Hallo, Frau Spinne. Tschüss, Frau Spinne. Ich muss nicht alle Spinnen töten. Drachen-Avis. Hallo! Ja, das wird nicht einfach. Ja, das sehe ich, aber da ist eine Kiste. Schnapp sie dir! Fast, Torgal! Los! Aui. Da, großer! Schnapp sie dir! So langsam. Ja. Da, Rosa. Ja. Ja. Bei dem finde ich so schwer einzuschätzen, wann der wirklich angreift. Deswegen ist es so schwer, perfekt zu parieren. Also auszuleuchten. Was zu tun ist. Zeig's ihnen, Rosa. Irgendwie hilft es mit dem Heilen doch nicht so viel, hä? Knapp vorbei. Fast, Torgal. Nicht dein Tag. So, wo ist jetzt die Kiste gewesen? Orientierung da. Also Heilung ist hier echt so super optimal. Greifenzopf. Hier steht es ein Armband. Halsband. Ah, hier. Die Wüsten Dalmekias sind Heimat diverser, durchaus großer Raubkatzen. Die Geschichte, Geschichten von einem angriffslustigen Fliegen. Den Löwen mit einer Mähne aus Feuer sind jedoch nichts als heiße Luft. Meiner Vermutung nach entstanden diese Gerüchte nach der Sichtung einer langhaarigen Wildkatze, die zu nah an einen brennenden Dornbusch geraten war. Was? Schaden von lodernde Klinge um 7%. Du, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe coolere Sachen.
Erhaltener Gil und erhaltener EP, ja, richtig. Aber. Nee. Lodernde Flamme war es, ne? Die habe ich nicht mal. Sorry. Und hier spare ich gerade auf das da. Wir sind ja fast dabei. Was kann ich hier machen? Feuerramme. Boah, wäre halt schon schlau, ne? Irrlicht? Wow! Scheiße, aber alles andere. Muss ich das ausrüsten? Muss ich das aus... Oh, das wäre blöd. Aber oh, das fände ich nicht so... Oh nein. Wir testen's. Ach man, ich hab zu wenig. Oh, bin falsch. Warte, da und dann nach links weiter. Och man, oh. Schade. Und schon wieder ein Kampf. Süß. Schnapp sie dir! Fast, Torgal! Los! Bin mir nicht sicher, wie viel das wirklich bringt. Du weißt, was zu tun ist. Bleib leben! Es ist so schade. Also was ich wirklich schade finde, ist, dass nur... Also das nicht auch X und Kreis. Das wäre schön. So, dann versuche ich jetzt mal die Feuerramme. Aber danach spare ich wieder. Alles erlernt haben ist gut. Aber dann muss ich auch das Gute jetzt wieder. Ich will die Tornados haben. Die fühle ich sehr. Wow, Choco! Chocobi, Chocobo, Chocobababa! Oh, ich will euch haben. Nein, nicht kämpfen! Dort. Nordstedt. Ich kämpfe doch nicht gegen meine Büßis. Das habe ich einmal gemacht, das reicht. Weil der so cool aussah, der eine. Und ich dachte, vielleicht kann ich sie dadurch töten. Fangen meine ich. Machen wir es kurz. Hä, wie nicht lustig! Ja, hier drüben! Fast, Torgal! Nicht dein Tag! Ja, schnapp sie dir! Das ist lustig. Die Attacke mag ich sehr. Da hinten glitzert. Oh, da sitzt Mutti, oder? Dahinter in dem Kristallding. Von einem Bordell in Nordstedt habe ich schon gehört. Was? Aber das war nördlich vom Grenzposten. Was? Wirklich? Wir dürfen ins Bordell. Endlich? Wie viel hierfür? Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Wir haben das Recht, alle verbotenen Gegenstände zu beschlagnahmen. Ja, tschüss. Hau ab! Das Tor ist für Bürger, nicht für Knechte. Boah, ich zeig dir gleich mal, wer ein Knecht hier ist, ja? Guckst du nur oder kaufst du was? Guckst du? Gibt's hier wirklich einen Händler? Ah, hier. Ah. Hallo! Was kann ich für dich tun? Weiß ich noch nicht. Before the storm. 50.000. Also langsam wird es aber teuer hier, ne?
Ich möchte mich nicht beschweren, aber es wird echt teuer. Falls du etwas brauchst, ich bin hier. Nee, lass mal. Wenn du was willst, dann komm mit deinem Herrn. Ich verkaufe nichts an irgendeinen dahergelaufenen Träger. Hallo, Madame. Also doch nicht Bordell. Habt ihr einen Moment? Einen Moment? Glaubst du, dass du dir so viel Zeit mit mir leisten kannst? Träger? Mein Fehler. Nein, meiner. Wenn ich es mir recht überlege, riechst du nicht wie ein Träger. Dieser Duft. Otto wusste schon immer, wie man mich verwöhnt. Ganz im Gegensatz zu Sid. Denkst du, du kannst mich verwöhnen, Clive? Ihr seid Madame. Überlassen wir solch unpersönliche Anredeformen meinen gewöhnlichen Kunden. Für dich bin ich Isabel. Otto hat mir versichert, ich kann dir vertrauen. Das kann ich doch, oder? Natürlich könnt ihr das, aber warum solltet ihr... Dir helfen? Weil wir das nun mal tun. Vor langer Zeit war Sid der Einzige, der mir eine rettende Hand reichte. Das habe ich niemals vergessen. Ohne ihn wäre ich heute nicht, wer ich bin. Daher sehe ich zu, ebenfalls zu helfen, wenn ich es kann. Und so sind wir zwei hier. An der letzten großen Hürde. Zwischen dir und dem, was auch immer du in der Hauptstadt suchen magst. Ich bezweifle stark, dass ein Träger unversehrt an den Grenzwachen vorbeikommt. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, er ist in Begleitung seiner Besitzerin. Ja, so wird es bestimmt gehen. Doch im Gegenzug will ich auch etwas von dir. Alles, was du willst. Was? Was? Können wir sie mitnehmen und Jill da lassen? Also ich will jetzt nicht, also so hart erscheinen, aber also, ich nehme sie gerne mit. Jeder einzelne handgefertigt aus feinster Wüstenwolle. Was sind das für Vögel? Was sind das für Vögel? Boah, sind die hübsch. Voltura. Da muss Los! Bleib liegen! Das war's! Entschuldigung, die waren so hübsch, die wollte ich töten. Tut mir leid. Das passiert mir manchmal. Ich kann auch nichts dafür. Oh, wie bekommen Sie diese Farbe? Oh! Frischer wird das Obst nicht mehr. So, Isabel. Moment, was habt ihr vor? Na. Wir wollen doch nicht, dass jemand sieht, wie mein Eigentum rebelliert, oder? Dieses Brandmal macht mich zu niemandes Eigentum. Auch wenn ich es nicht verstecken kann. Bisher hat dieses Brandmal nichts getan, als dich auszubeuten. Doch heute gibt es dir zum ersten Mal etwas, das du willst. Spiel einfach mit. Madame, schon zurück zum Schleier? Aber natürlich. Schließlich muss ich mich auf deinen Besuch vorbereiten. Und wer ist das da? Meine neue Leibwache. Bei all den Valutern ist das Reisen für eine Frau viel zu gefährlich. Beneidenswerter Kerl.
Du weißt ja, wo du deinen Neid befriedigen kannst. Wir sehen uns des Nachts. Halt! Stehen bleiben! Bist also ein dreckiger Träger. Hast Glück, dass du Madame gehörst. Geh mir aus den Augen, du Hund. Boah, du hast gleich keine Augen mehr. Boah, glaub mir. Gleich hast du gar keinen Kopf mehr. Das lief doch gar nicht so schlecht. Findet ihr, ja? Und wenn die mich erkannt hätten? Haben sie aber nicht. Und selbst wenn doch, hätten sie nichts unternommen. Die Männer vom Grenzposten zählen zu meinen besten Stammkunden. Wir haben eine Übereinkunft. Genau wie du und ich. Also, folge mir jetzt bitte. Wir reden im Schleier weiter. Bordell? Sieht nicht so aus, als hätte ich eine andere Wahl. Wirklich? Echt jetzt? Kaiserliches Übungsgelände. Gelände, ja. Gelände. Brauchst du noch eine nette Erinnerung an mich, ehe du in den Kampf ziehst? Die werde ich dringender brauchen als die Gill in meinem Beutel. Wow. Also diese Soldaten sind aber auch echt leicht. Also zu hart, also egal. Und ihr so? Okay. Ja, okay, okay. Okay. Was tut sie? Also, irgendwie wirkt sie, als wäre sie der männliche V. Und naja. Gehen wir zu Isabel. Die machen mir alle Angst. Oh, wie hübsch. Und wenn jemand nach ihren Diensten verlangt, sagst du, dass sie erkältet ist. Madame, ihr seht prächtig aus. Danke, du auch, Liebes. No. Sollen wir euch ein Bad einlassen, Madame? Das wird nicht nötig sein. Clive, mein Liebster. Willkommen im Schleier. Mein Liebster? Was habe ich verpasst? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Okay. Dank euch konnte ich passieren, Milady. Ich stehe in eurer Schuld. Das war ja auch Sinn der Sache, oder nicht? Und für dich bin ich Isabel. Was hat dich nur so verklemmt werden lassen? Mit Sicherheit nicht Sitzeinfluss. Und im Gegenzug? Was soll ich für euch tun? Ich will die anderen nicht warten lassen. Sid und das Mädchen sind noch nicht hier. Meine Leute bringen sie getrennt hierher. Otto hat mich gebeten, ihnen auch zu helfen. Doch zurück zu deiner Frage. Du sollst jemanden für mich finden. Eins meiner Mädchen. Tadjen wird seit mehreren Tagen vermisst. Sie hat keine Nachricht hinterlassen. Und ich fürchte um ihr Wohl. Ich suche bereits mein ganzes Leben nach Menschen. Bisher nicht gerade erfolgreich. Ich verlasse mich auf dich. Ach, und nimm das. Siegel erhalten, du hast die Mondfrosch. Ein Zeichen meines Vertrauens. Ich hoffe, das wird reichen, um allzu neugierige Blicke von deinen rosigen Wangen abzulenken. So, ich habe nun etwas im eisernen Fass zu erledigen. Wenn du Neuigkeiten hast, findest du mich dort. Ich finde es echt schön, wie... Oh, jetzt habe ich vergessen, 3 zu drücken. Wie, am besten höre ich mich hier zuerst um. Okay, ich mache aber erstmal die Nebenquests. Oh mein Gott, wie viele Heiße Ware, hungrig und geschunden. Elite des Kaisers. What the fuck? Ich komme gleich, Schleierkurtisane.
Komischer Name. Hallo. Entschuldigung. Ja? Warte mal. Du da mit dem Schwert. Rufus. Ich komme nicht umhin zu bemerken, dass du die Brosche trägst. Du bist also ein Kompagnon der Madame. Ja. Dürfte ich dich um Unterstützung bitten? Du wirst auch angemessen belohnt. Und wen genau würde ich unterstützen? Oh, verzeih mir. Ich bin Etienne, ein bescheidener Händler. Doch glücklich genug, die Madame zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Außerhalb der Mauern warten Geschäfte, doch die Wachen sind misstrauisch geworden, was mein Kommen und Gehen betrifft. Ich hatte gehofft, dass jemand anderes an meiner Stelle gehen könnte. Und wer wäre dafür besser geeignet als ein Vertrauter der Madame? Wärst du bereit, einem Mitmenschen in seiner Not zu helfen? Klar. Warum nicht? Wundervoll. Die Aufgabe ist ganz einfach. Passiere das Tor und liefere Pakete an einige meiner treuesten Kunden aus. Genau gesagt an 3. Ein Krämer, ein Kräuterkenner und eine Brennerin. Erwähne einfach nur, die Päckchen sind frisch vom Teller des Hausherrn. Irgendwas Gefährliches? Was? Aber nicht doch. Nur etwas, das so mancher jenseits der Mauer nur allzu gerne in die Finger bekommen würde. Mhm. Ich kann dich zwar nicht daran hindern, hineinzusehen, aber bitte, tu es nicht. Wirklich nicht. Kann ich reingucken? Was ist da drin? Was ist da drin? Ich muss das wissen. Das seltsam melodische Klimpern, das bei jedem Schütteln dieses Päckchens erklingt, sollte man am besten ignorieren. Melodische Klimpern. Also Geld klimpert melodisch, aber warum sollte ich nicht reingucken dürfen? Ich hab dich lange nicht im Schleier gesehen. Oder Klunker. Also nicht Diademe, Juwelen. Ich hab dich genau im Blick, Träger. Also keine Sperrenzchen. Oh, Sperrenzchen habe ich auch lange nicht mehr gehört. Wir haben Rotweine, Weißweine, Apfelweine, Birnenweine und Kirschweine. Und Honigweine? Frischer Fisch. Oh, die Brennerin. Gleich zu besten. Ich warne dich. Trägern verkaufe ich nichts. Ob du zahlst oder nicht. Wo steckt dein Herr? Etienne schickt mich. Er hat einen eigenen Träger. Muss ja gut laufen bei ihm. Also gut, beeil dich, bevor die Wachen was merken. Ich hasse sie alle so sehr. Das nimmt mir eine Last von den Schultern. Und das ist für Etienne. All das für Schnaps. Nicht so ein Fusel. Vom Allerfeinsten, sorgfältig destilliert für meine besten Kunden. Finden die Wachen den, bist du ihn sofort los. Versteck ihn gut, hörst du? Wenn er Etienne schmeckt, sag ihm, dass er mehr bekommen kann. Nicht umsonst, natürlich. Natürlich. Oh, ich würde dir gerne ihren Schnaps auf den Kopf hauen. Glaubst du, ich mache einen Kniefall, nur weil du Madames Brosche trägst? Du solltest mir dienen, Träger. Was ist denn mit den ganzen... Oh, nee. Oh, nee, nee, nee. Ich mache keine Geschäfte mit Trägern. Nun, das ist äußerst schade. Ich habe ein Päckchen. Frisch vom Teller des Hausherrn. Ich kenne dich nicht. Wo steckt der Händler, Etienne? Irgendwo, wo ihn die Torwachen nicht wegen seiner Geschäfte behelligen. Schön. Gib mir die Ware und verschwinde. Boah, nee. Also, nee, ich mach keine Aufträge mehr. Das ist nicht gut für meinen Blutdruck. Das ist leichter als sonst. Träger, wenn ich rausfinde, dass du mich betrügst. Ich nehme es gern zurück. Das tust du sicher nicht.
Dein Herr sollte dir die freche Zunge abschneiden. Ich schneide dir gleich deine Eier ab. Wenn du jemand anderem dienen würdest, wärst du längst in Ketten. Hier. Nimm das und geh mir aus den Augen. Zigarren? Diese Zigarren sind mehr wert als dein Leben. Sei vorsichtig. Weiß ich nicht, meine Mutter ist die Kaiserin und deine so? Sprich mit niemandem darüber, sonst hast du ein paar Tropfen Nachtschatten im Essen. Ah, ich wusste es. Hallo. Die sind alle aus deinem Oh, warte, da ist die Kiste. Sagst du? Ich muss dich kurz ausrauben, dann gebe ich dir was. Moment. Okay. Hier. Hier gibt's nichts für deine Sorte, Träger. Verschwinde. Oh. Ich habe eine Lieferung von Etienne. Frisch vom Teller des Hausherrn. Ich will die alle töten. Warum sagst du das nicht gleich? Weil du einfach nur beleidigend bist. Die Zeiten sind hart. Dieses Päckchen wird das ändern. Zumindest eine Weile. Entschuldige die Begrüßung. Nichts Persönliches. Warte kurz hier. Ich verzeih ihm, er hat sich entschuldigt. Hier. Kannst Etienne sagen, ich stehe zu meinem Wort. Parfum. Oriflams Bestes. Wie versprochen. Parfum, Zigarren und Schnaps. Da ist jemand anspruchsvoll. Die Frage ist, wofür bekommt man diesen Luxus? Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Vor allem wen bummst du? Das ist irgendwie so Parfüm für die Frau, Schnaps für die Nacht und eine Zigarre für danach. So. Kätchen. Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann. Sag mal, gehen die woanders hin als in den Schleier? Wie viele Frauen gibt's da? Wenn alle Soldaten immer jeden Abend in den Schleier gehen. Oh, sicher eben. Wieder einer von der Madame. Warum kettet sie diese Geschöpfe nicht an? Ifrit, kommst du mal bitte? Ah, du bist zurück. Und nicht mit leeren Händen. Entzückend. Madame wird zufrieden sein. Wenn du meinst. Wäre sie auch zufrieden, wenn sie wüsste, was du dafür eingetauscht hast? Du meinst die Kristalle? Sprich es ruhig laut aus. Warum hast du es mir nicht gesagt? Einem ehrlichen Menschen sind Lügen wie Fesseln an den Fußgelenken. Ich konnte nicht riskieren, dass du vor den Wachen ins Stolpern kommst. Schließlich kennen wir beide die Strafe, die auf den Handel mit Kristallen steht. Und sollten sie auch noch so winzig sein. Du hast nicht gewusst, was für dich auf dem Spiel stand, und vermutlich ist genau deshalb auch alles glatt gegangen. Doch trotz dieses erheblichen Risikos geben unsere Freunde gerne ihre wertvollsten Waren her, um ein paar mickrige Stückchen zu ergattern. Ich wusste nicht, dass Kristalle hier so rar sind. Rar wie Chocobo-Zähne. Daher gibt es selbst für die kleinsten Splitter einen florierenden Markt. Findest du es niederträchtig, die Bedürftigen auszunutzen? Ich glaube, du tust, was du glaubst, tun zu müssen. In der Tat. Und ich denke, Madame sieht das genauso. Dein Lohn für deine gute Arbeit. Ich habe die Ware, die ich beschaffen sollte, und die Wachen sind ahnungslos. Ich danke dir. Auch unsere gemeinsame Bekannte wird dir danken, wenn sie davon erfährt. Das war so absolut sinnvoll, dass da Kristalle drin sind. Ich sag ja sogar Steinchen. Aber ich habe irgendwie... Ich habe vergessen, dass die ja auch Kristalle benutzen.
Naja. Tschüss, Rufus. Da sind noch ein paar Leute, die meine Hilfe brauchen. So. Boah, schöner Sonnenuntergang. Boah, wie es blendet. Aber schieß. Der Kommandant hat's auf uns abgesehen. Als ob wir zwei es nötig hätten, Schwertübungen zu machen. Leon, ich zeig dir mal, wie echte Schwertübungen gehen. Der hätte mal unseren Kampf letzte Nacht vorm Schleier sehen sollen. Was? Was? Wo ist dein vorgesetzter Offizier, Träger? Weißt du nicht, dass das Übungsgelände nur für echte Soldaten ist? Hast du dich verlaufen? Junge, die kaiserliche Garde braucht deinesgleichen nicht. Geh zurück zur Infanterie, wo du hingehörst. Ich bin gleich wieder weg. Ich fass es ja nicht. Sieh dir die Brosche von dem Mistkerl an. Deshalb stolziert er hier rum, als würde ihm der Laden gehören. Als wir Schutz angeboten haben, hat sie gelacht. Dieser Arsch soll mehr drauf haben als die Elite des Kaisers? Das lässt sich doch sicher schnell herausfinden. Wie sieht's aus, Träger? Zeig uns, warum du die Brosche trägst. Lieber nicht. Verständlich. Nur ritterlich, wie wir nun mal sind, müssen wir sicherstellen, dass die Madame gut aufgehoben ist. Klar. Also, arrogante Ärsche vermöbelt gut, für Geld, let's go. Wenn ihr unbedingt wollt. Oh, nur damit du es weißt. Ich halte mich nicht zurück und du solltest es auch nicht. Bereite dich ruhig vor, falls nötig. Nicht, dass du nachher heulst, das wäre Schiebung gewesen. Nee, ist schon in Ordnung. Wir können anfangen. So, dann wollen wir uns mal ein Bild von dir machen. Wenn du darauf bestehst. Arroganter Bastard. Also gut, dann mal los. Komische Selbstgespräche. Ich weiß auch nicht. Also ganz komische Leute hier. Oh, wenn du dich bei deinem Frauchen ausweinst, sag ihr, dass Leon dich so zugerichtet hat. Na klar. Du kannst ruhig mit schmutzigen Tricks kämpfen. Ja, kann ich? Na dann. Also bist du dir sicher, ja? Und alle Leons fliegen hoch. Hoi. Und hoi. Und auf. Du weißt also, wo mein Schwert hinten und vorne ist. Weiß ich nicht, hab's noch nicht benutzt. Hoi. Und hoi. Und hoi. Hoi. Upsi. Was soll der Quatsch, Leon? Ah, er ist also nicht so schlapp, wie er aussieht? Nee. Gut. Hoch das Schwert. Lass uns Spaß haben, ja? Klar. Was findet die Madame überhaupt an dem Träger? Weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, wann ich den Mund halten muss. Aber ich flieg toll. Ja. Down, 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 down. Potenzial? Ich weiß auch nicht, was du da tust, aber. Flugschuhen gibt's also umsonst hier scheinbar. Ich weiß es nicht. Stirb! Stirb! So, und jetzt? Gibt's noch einen? Wann kommen die Gegner? War's das jetzt? Gregors Galle! Der Bastard schwitzt nicht mal! Brosche hin oder her, er ist ein Träger. Der Kommandant darf nichts hiervon erfahren. Nicht nach der Schelte wegen der verpassten Drills. Vielleicht hatte er ja auch recht. Ich gehe dann mal. Ja, gut, dass wir dich los sind.
Immerhin wissen wir, dass die Madame sicher ist. Eine Bitte. Falls sie fragt, sag ihr, dass wir uns gut geschlagen haben, hm? Gut. Mach ich. Aber dafür seid ihr jetzt netter zu Trägern und Co. Seid einfach generell netter. Ein Träger verprügelt die kaiserliche Garde. Der Kommandant ist ein mürrischer Bastard, aber er hatte recht. Schwertübungen also. Ja. Hey, warte mal. Sag das lieber nicht, der Madame. Du willst doch wegen der Schlägerei keinen Ärger bekommen, oder? Was für eine Schlägerei? Oh, da oben. Wie komme ich da hin? Ah, hier. Verbrechen und Strafe. Okay. So, hallo. Oh, was war das? Tagesablauf, Appell, Morgengebet, Leibesübungen. Also Liebesübungen sind denen, glaube ich, lieber. Weil, ne? Schwertübungen an der Holzpuppe, Mittagessen, Bogenschießen, Übungskämpfe in 3-2er-Gruppen, Rüstungspflege und Aufräumen, Appell. Schön. Ich hätte nicht erwartet, einem Träger mit dieser Brosche zu begegnen. Umso erleichterter bin ich, dich zu sehen. Kann ich von dir Stillschweigen erwarten? Worüber? Über diese ganze Unterhaltung. Die Bitte, die ich an dich richten will. Die Tatsache, dass ich die Madame in meiner bescheidenen Art und Weise unterstütze. So unwahrscheinlich es klingen mag. Innerhalb der gesellschaftlichen Elite von Sanbrec finden sich auch solche, denen die barbarische Behandlung der Träger zutiefst missfällt. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Diese Stadt wird allein von ihren Trägern am Laufen gehalten. Dennoch gibt es viele, die ihre Sklaven hungern lassen. Nicht etwa aus Geldnot. Einfache Mahlzeiten kosten schließlich so gut wie nichts. Nein. Aus reiner Freude am Leid anderer. Es ist nichts als pure Grausamkeit. So abscheulich es auch ist. Meine Landsleute würden sich eher ins eigene Fleisch schneiden, als den Hunger ihrer Träger zu stillen. Und meine kleinen Bemühungen, Rationen zu verteilen, sind trotz größter Vorsicht leider entdeckt worden. Was uns zu meiner Bitte führt. Dein Brandmal eröffnet dir tatsächlich auch gewisse Möglichkeiten. Solche, die mir von großem Nutzen wären. Ja, klar. Gut. Was genau soll ich tun? Ich danke dir. Eine einzelne Mahlzeit ist vielleicht nicht viel, aber den Trägern bedeutet es die Welt. Teil das hier an sie aus, aber bleib unbeobachtet und beeil dich. Was ich bereitstellen kann, soll dort ankommen, wo die Not am größten ist. Momentan ist sie das hier in der Garnison. 3 Träger, überlastet und unterernährt. Ihnen ist nicht eine einzige Pause vergönnt. Kein Wunder, dass die meisten nicht alt werden. Ja, es ist tragisch. Aber lass dich von deinem Zorn nicht aus der Ruhe bringen. Es gilt bereits als Widerstand gegen die kaiserliche Autorität, den Unterdrückten ein wenig Beistand zu leisten. Bitte übe dich in Diskretion. Nicht nur um unseretwillen, auch für die Träger. Ach, und wenn es getan ist, sei doch so freundlich und gib einem der Mädchen der Madame Bescheid. Du wirst nicht bleiben? Ich fürchte, nein. Man erwartet mich in der Hauptstadt. Allein mit diesem Gespräch habe ich schon viel riskiert. Wow, du bist ja ein Toller. Das ist ja nett von ihm, aber also... Der Fluch ist schon Strafe genug. Sie sollen nicht auch noch hungern. Das ist halt so ein typischer Kerl, der da, also... Der macht es dann, um davon was... Also, ne? Seit der Bellenushöhe ist kein Mond. Um besser dazustehen. Mann. Oh. Wartest du etwa darauf, dass es von selbst heilt? Mach schneller! Jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt.
Auch noch in der richtigen Reihenfolge, oder was? Eieiei. Du hast sicher großen Hunger. Trägerverpflegung. So. Das hatte ich bitter nötig. Danke. Doch ich heb's mir erstmal auf. Ich will nicht erwischt werden. War es schon immer so schlimm? Ohne den Kämmerer wären ich und viele andere schon tot. Seit er uns hilft, geht es uns ein wenig besser. Das ist immerhin etwas. Aber wirst du nicht eher erwischt, wenn du es behältst? Also, nur so. Danke, Watson, für deinen Beitrag. Nee, wo ist er denn? Ei, wo ist er dann? Ah, hier. Ach so. Ah, sie. Hallo. Hier ist etwas für dich. Vom Kämmerer? Ich danke dir. Du musst jetzt gehen. Schnell, bevor dich jemand sieht. Bitte. Träger, hier gibt's keine Pause. Die Esse soll glühen, verdammt. Und du? Wenn du eine Nachricht für mich hast, dann spuck sie aus. Wenn nicht, zurück an die Arbeit. Freundliche Leute. Sehr freundliche Leute. Und wann ist jetzt die richtige Zeit? Das reicht, verdammt! Geh mir aus den Augen! Nächstes Mal geht das gefährlich schneller! Hast du das verstanden? Hier, das kannst du sicher brauchen. Von Mathieu zubereitetes Essen für 3 überarbeitete und unterernährte Träger. Mann, da steht gar nicht, was da drin ist. Der Kämmerer muss dich geschickt haben. Doch meine Arbeit ist noch lange nicht getan. Wenn ich aufhöre, gibt es Prügel. Du musst dich ausruhen. Ich kann nicht. Nicht, solange es noch Wunden zu versorgen gibt. Und wann versorgst du dich selbst? Das muss warten. Und essen kann ich später. Trotzdem, danke. Das Vieh auf den Höfen wird besser behandelt als die Träger des Kaiserreichs. Na gut. Ich sollte zum Schleier. Dieser Mistkerl. Unfall, wer es glaubt. Tut mir leid, aber... Also, ihr habt es alle verdient, dass ihr verprügelt werdet. Bei eurem Job. Oh, wer bist du? Ach, du bist Isabel. Tadien war... ist mir sehr wichtig. Wie all meine Mädchen. Ich muss wissen, was mit ihr passiert ist. Also die Soldaten haben das verdient, wenn die da sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und darunter leiden. So wie sie mit ihren Trägern umgehen. Brauchst du noch eine nette Erinnerung? Hallo? Na, bist du geschäftlich hier? Oder zum Vergnügen? Beides. Zum Vergnügen jedenfalls nicht. Ich habe für den Kämmerer Essen verteilt. Ah, also hat er jemanden gefunden, der ihm hilft. Besser ist es. Ich habe gehört, dass seine Freunde am Hof in letzter Zeit zu viele Fragen stellen. Er ist also wirklich ein Kämmerer. Es gab eine Zeit, da galt er als der bedeutendste Kunde des Schleiers. Für uns Mädels war er eine Art großzügiger Onkel. Aha. Er war einer der wenigen hier, die an der Art, wie das Kaiserreich die Träger behandelt, Anstoß nahmen. Selten für jemanden seines Standes. Das dachte sich die Madame auch.
Ein kleiner Schubs in die richtige Richtung und schon wurde er zum Schutzpatron der Hungerleidenden von Nordstedt. Wir haben zwar unseren Onkel verloren, aber wenn die Träger dafür was zu essen bekommen, beschweren wir uns nicht. Oder kaum. Freut mich zu hören. Das gibt einem ein klein wenig Zuversicht, oder? Zu wissen, dass es Menschen wie ihn gibt. Und Menschen wie dich. Kein Wunder, dass die Madame so von dir schwärmt. Ich mach mich lieber auf den Weg. Naja, sie hat halt Geschmack, nicht wahr? Okay. Edelhaltige Asche, sehr gut. Asche in die Tasche.